Wieder an meinem Arbeitsplatz und stelle meine Videos gerade ein und guckt mal die Sonne. Sie kommt raus. Kekse sind auch schon alle. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich alle stehen und liegen lasse und schnell mal runtergehe. Und ich habe nämlich eine neue Alternative für eine Bettdecke gefunden. Wir waren ja letztes Mal bei English Home und da habe ich euch erzählt, dass ich so eine richtige Bettdecke hier gar nicht finden kann, weil es jetzt hier so Mode geworden ist in der Türkei, diese dicken, Entschuldigung, bitte, Überdecken als Bettdecken zu benutzen. Die gibt es ja bei English Home ganz viel. Ich habe auch ganz viel im Internet gelesen. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht so eine Überdecke in Rosa kaufe. Also so eine richtig fette, ne? Die sollen richtig dick sein. Gibt es aber auch verschiedene natürlich. Manchmal sehen die im Internet nur so fett aus und sind vielleicht dann ganz dünn. Deswegen wollte ich mal gucken bei den verschiedenen Läden. Da habe ich ja noch gar nicht so den Fokus drauf gelegt. Jetzt wahrscheinlich nicht bei English Home. Ich glaube mal, dass die viel zu teuer sein werden. Oh, mein Kopf, du riechst so schön, ne? Kennt ihr? Da ist die Türken unter euch bestimmt, ne, wenn man so solche dünnen Baumwolltücher trägt, ne, die nehmen den Geruch von einem selber an und manchmal riecht das richtig gut. So nach mir rieche ich immer sehr gern. Ich habe ja früher auch so ein Schnuffeltuch gehabt, als ich Kind war. Da war ich im Vorschulalter. Ich habe noch lange bis in die Vorschule hinein dieses Schnuffeltuch gehabt. Das war so ein cremefarbenes, selbstgestricktes kleines Tierchen. Ich weiß gar nicht, wer das gestrickt hat. Das hat so lecker gerochen. Durfte meine Mutter auch nie waschen. Ne? Das hat, habe ich immer dran gerochen. Naja, ist wohl aus Kindheitstagen. Ich weiß nicht, vielleicht bin nur ich so spleenig. Naja, jetzt werde ich nochmal weiterschneiden. Ich habe bis 4 Uhr eingestellt. Mache ich nochmal schnell weiter und mal gucken. Vielleicht bleibt es da so schön im Kich runter. Jetzt runter. Keine Ahnung. Ein bisschen wieder runter. Keine Ahnung, was ich mache. Ich gehe einfach jetzt mal raus und habe heute diese schwarze Jacke an. Die Regenjacke. Die wird mich zum Schwitzen bringen gleich. Da es nicht regnet, ist das ja so ein Plastikzeug. Und es ist ja trotzdem ganz schön warm. Also ich denke mal, ich werde gleich mächtig anfangen zu schwitzen. Es regnet nicht und es ist richtig warm, wie gesagt. Die Hundis sind da hinten. Oh, ist das schon richtig warm. Ja, ich hatte eigentlich vor, mal jetzt runter zu diesen Decken zu gucken, die ich bei Englisch schon gesehen habe. Das sind so richtig dicke, wolldeckenartige Geschichten, aber die sind also so fett, ne? Also richtig dick, wie eine Decke quasi. Eigentlich wollte ich das ja nicht, aber ich wollte eigentlich eine richtig kuschelige Bettdecke, aber wenn ich die nicht finde, habe ich gedacht, vielleicht sowas. Jetzt habe ich mir mein Kopftuch hinten zu eng gemacht. Ich habe ja dieses Unterding an. Bisschen lockerer machen hier. Dieses Band, damit das nicht rutscht, aber das ist eng und dann drückt das. Genau. Habe ich mir so gedacht. Also mal gucken, ob ich das auch verwirkliche. Im Moment ist das Wetter schön. Ich habe mich wieder tot geärgert eben, weil 3 meiner Videos, die ich in den letzten 3 Tagen aufgenommen habe, einen Upload-Fehler verursacht haben. Also die konnten nicht verarbeitet werden bei YouTube. Die sind hochgeladen bei YouTube, aber sie verarbeiten nicht. Und das ist ja genau das Problem, was ich jetzt schon seit Wochen habe oder seit Tagen habe, ne? Dass die laden hoch, aber werden von YouTube nicht verarbeitet. Das spricht dafür, dass meine Dateien fehlerhaft sind. Und das ist echt ärgerlich, weil unter Umständen drehst du das dann umsonst. Ne? Ich habe das jetzt schon, ich habe das mit so vielen Videos gehabt. Manchmal verarbeitet das dann doch noch, so nach 3, 4 Stunden. Und manchmal steht dann Fehler. Also bei 3 Videos habe ich heute Fehler gehabt. Muss ich nochmal drehen, ne? Weil ich hatte die schon gelöscht. Ich kann die nicht mal mehr hochdrehen, hochladen wieder. Das ist echt ärgerlich. Naja, es ist, wie es ist. Und deswegen kann man da leider nichts machen, ne? Was wollte ich noch sagen und nicht lügen? Genau. Mega warm.
und die Sonne kommt ja auch ab und zu raus. Wenn die rauskommt, dann denke ich ein. Das ist ungefähr 4 Uhr. Ich habe alle Videos eingestellt für meine Vlogs, aber den letzten Teil nicht, weil gestern hatte ich ja eingekauft und war pitschenass. Hallo, Katzenmaus. Ja, hallo. Ja, mein Hübschen. Ja, das ist bei uns oben ja auch manchmal, ne? Ja, richtig süße Maus bist du. Genau, und wo war ich? Dann war ich ja total nass und habe euch dann gezeigt, was ich gekauft hatte gestern. Und dann musste ich im Schnitt sehen, dass das ganz schön durchsichtig war, was ich da anhatte. Und dann musste ich leider vorne verpixeln. Das hat bedeutet, dass ich es nochmal hochgeladen habe, bearbeitet habe, nochmal hochgeladen habe. Und dann habe ich da eben noch gewartet auf den Upload. Zum Glück ist das aber gleich verarbeitet. Nur meine beiden Talk-Videos leider nicht. Tja, so ist das leider, ne? Was soll's? Das ist, wie es ist. So soll es dann halt manchmal sein. Kann ich hier immer mein Pullover so lange nach meiner Jacke auch, mag ich gar nicht, wenn das über die Hände schwabbelt. Ja. Ich habe jetzt gedacht, na, sind immer schön, ne, diese Tigerkatzen. Ich habe jetzt gedacht, ich gehe einmal zu Madame Coco, weil die haben ja 50% reduziert. Und dann würde ich noch mal zu Englisch rumgehen, weil da habe ich diese Decken ja gesehen, wie viel die kosten. Ich habe im Internet geguckt, also Madame Coco hat ja immer noch auf alles 50% reduziert. Das haben die immer noch. Und Englisch Home hat auf 10% reduziert. So. Vielleicht gehe ich aber auch einfach nur zu Dings, um meinen Rucksack zu holen oder meine Tasche für die Fahrt zu Elsie. Das ist hier gerade richtig unangenehm, dieses Band. Ne? Ich habe das zwar ein bisschen aufgemacht, aber immer noch zu eng. Ja, du bist doch auch bei mir immer oben, oder nicht? Ich glaub schon. Jo. Und du? Du bist doch eins der Babykätzchen, ne? Die immer so lieb sind hier. Jo. Hm. Ja, das ist ein Babykätzchen, ne? Ja. Da, noch eine. Hm. Es hat den ganzen Morgen geregnet. Den ganzen Morgen. Jetzt hat es sich beruhigt. Aus allen Ecken kommen die Kätzchen jetzt raus. Guck mal, dieses Rad hat kein Nummernschild. Dieses Dreirad. Also denke ich mal, vielleicht kann man das ohne Führerschein fahren. Also Knopf. Muss unbedingt mal gucken.
Hallo. Sonne. Ach. Ich habe jetzt diese Schuhe hier angezogen. Das sind meine ganz alten Schuhe. Die sind sehr viel härter und sehr viel fester. Meine anderen schwarzen waren ja nass. Und ich habe ja noch die schwarzen, die so ein bisschen kaputt waren, bevor ich nach Deutschland gefahren bin. Aber die sind wirklich ganz schön kaputt vorne. Damit wollte ich jetzt nicht los, nur habe ich die angezogen. Und im Moment tut mir dieser feste Halt ganz gut. Dann haben wir gleich. Ich hoffe, es bleibt so. Die sind schon mega alt. Ich glaube, die sind noch aus meiner Bad Oldesloher Zeit. Ich glaube, die habe ich da gekauft. Die Luft ist richtig, richtig schwül, warm, feucht, ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Es krutschelt natürlich, weil ich dieses Plastikzeug habe. Wie gesagt, ich finde diese Jacke echt gut von Nutella. Ist relativ stabil. Super. Nachmittagsgebet ist schon lange vorbei. Ich glaube schon wieder 45 Minuten bestimmt schon wieder her. Das heißt, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, ne, bis es dunkel wird. Einmal kurz durch die Geschäfte und dann muss ich da hoch. Schüler haben alle zu. Schüler haben alle schulfrei. Riecht es nach Ofenheizung. Verbranntem Holz und bisschen Kohle. Das erweckt wieder keine schönen Erinnerungen mehr. Wirklich wasserdicht scheinen meine Schuhe nicht zu sein, Leute. Die sind so ein bisschen nass schon. Obwohl ich gar nicht irgendwo reingelatscht bin, soweit ich das absehen kann. Kinderfahrrad
Und guck mal, der kommt auch gut voran, den Berg. Sowas kann man doch auch holen. Guck mal. Scheint er gut zu schaffen. Den Berg. So ein Elektrorad. Ich habe nichts zu essen mehr heute. Was wollen wir dann kochen? Kein Plan. Ich hatte wieder überlegt, diesen Karottensalat zu machen, weil ich habe ja noch Karotten. Ich habe auch noch Porre. Und auf beides habe ich null Hunger. Null. Ich könnte so eine Porre Creme-Käsesoße machen mit Nudeln. Könnte ich machen. Das ist diesen Creme-Käse, den ich gekauft habe. Mit Zwiebeln anbraten. Ein bisschen Tomatenmark vielleicht. Knoblauch. Mal schauen. Zu regnen. Hört ihr das? Klack, 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 auf meiner Regenjacke. Hätte doch warten können, bis ich wieder oben bin, aber es war auch angesagt. Ich habe geguckt, durchgehend Regen heute, durchgehend. Ja. Ich glaube, dann muss ich die Kiste alles reinmachen und die Mütze aufsetzen, weil sonst werde ich nass und da habe ich keine Lust zu. So, zumindest so ein bisschen. Ne? So. Kopftuch kann eigentlich auch rein, oder? Mach ich mal eben rein.